mit auf die Reise in eine andere Zeit. Heute sind wir in der Wüste. Es ist nicht die ganze Wüste, sondern nur ein kleiner Teil hier in unserem Raum. Du kannst sehen, die Wüste ist trocken und staubig. In der Wüste gibt es so gut wie nichts zu essen und nichts zu trinken. Und warum sollte ein Mensch freiwillig in die Wüste gehen? Doch die Wüste hier in unserem Raum ist eine andere Wüste. Sie liegt im Land Israel. Dort gibt es Wasser, den See Genezareth und den Fluss Jordan. Und wo es Wasser gibt, gibt es immer Leben. Und dazu braucht man fruchtbare Erde. Dort wachsen Bäume und Sträucher und natürlich auch grünes Gras. Im Land Israel leben Siva, und David. Die beiden Kinder sind so alt wie du und sie laden dich auf eine spannende Reise ein, denn gemeinsam mit dir wollen sie Jesus begegnen. Ob in der Wüste, an der Krippe, dem Fluss Jordan, dem See Genezareth oder dem Kreuz. Ob auf der Fensterbank, in der Turnhalle, im Nebenraum oder aus dem Schuhkarton. Zahlreiche Möglichkeiten bieten sich mit diesem Konzept. Mehr zu Jesus, Siva und David im neuen Buch Spielstationen in der Kita. Komm mit auf die Reise in eine andere Zeit mit Siva und David, denn Jesus ist nicht weit. Mit Siva und David, denn Jesus ist nicht.